wissen wir immer, was der andere macht. Das heißt, wir sehen live, was der andere tut. Genau. Vielleicht werdet ihr das demnächst auch dann sehen im Video. Also im Video seht ihr das Video von anderen. Ja, also die Ansicht vom anderen. Natürlich genau. Nicht in der Qualität vom Video, aber... Ihr seht auf alle Fälle, was passiert. Ihr seht was. Vielleicht, dass du gerade zum Hofdepot fährst und da Dinge ablädst und dass zum Beispiel Raps ist und das ist geil und... So, wir wollen ihn abkippen, das passt. Und wir wollen abkippen aus Kippen I. Komm, rein da. Dem Dreck. So, dann hätten wir das auch angesprochen. Jetzt wisst ihr immer, woher wir wissen, was der andere macht. Genau. Falls nur, wo wir es dann hin tun würden. Ja, ich würde es, wenn dann rechts unten statt der ganzen KMA anzeigen und sowas machen. Darüber oder drauf einfach? Hier drüben, drauf. Du brauchst ja ein bisschen mehr, es soll ja was erkennbar sein und. Ja. Naja, die KMA-Anzeigen, glaube ich, sind nicht so interessant. Ja, aber du hast halt auch die Füllstände von den ganzen Zeugen. Ja, wir sehen sie ja trotzdem. Nur Leute nämlich. Ja, wir, aber die Leute nicht. Oder statt der Karte. Aber ist auch blöd. Alles blöd. Ist alles blöd. Oder um wird jede Ecke benutzt. Einfach mit dir das ganze Bild. Das ist halt immer. Das Geld, das, dies, das, jenes. Um links. Das wäre noch eventuell, weil die ganzen Hilfe-Dinger und so braucht auch kein Mensch. Du hast ja jetzt Inspekt auch nach rechts gerückt zum Beispiel. Ja. Wäre ja möglich. Ihr könnt es uns natürlich auch in die Kommentare schreiben, vielleicht beachten wir es. Immerhin LS-Folgen kommen ja immer recht zeitnah raus. Genau. Die werden ja nicht so jetzt weit die Folge für den Mittwoch. Ja. Und eventuell beachten wir euren Kommentar sogar. Mit Sicherheit. Oh, ich bin zu schnell. Na komm, Junge. Wenn ihr natürlich was schreibt. Also tippt in die Tasten und lasst ein Feedback hier. Ja, das ist Force Feedback. Force Feedback. FF. Force Feedback. Modular Force Field System. Ja. Schön ist ja, dass ich eine weibliche Helferin habe. Echt? Und nicht entscheiden durfte, ob ich mit dieser Frau zusammenarbeiten will. Wollt ihr mit dieser Frau zusammenarbeiten? So sagen sie ja. Nein. Du hast keine Wahl, Fisch. Ich bin ein Qualfisch. Könnten Sie bitte fahren? Ist eine Frau, was erwartest du? schöne Story. Wie gesagt, ich habe ja immer Zeit, um auf den Bus zu warten. Und wir hatten ja schon mal das Thema mit den Autos 10. Jetzt tue ich wirklich Autos 10. Aber halt, wie viele in einer coolen Phase durchkommen. Ja. Immer 15 Autos. Manchmal auch 17, manchmal nur 13. Kommt drauf an, wie sehr die Autofahrer halt aufmerksam sind und aufpassen, was der vordere Mann macht und wie sie halt sich auch hinstellen. Ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant, aber es ist egal, ob LKWs dazwischen stehen. Also LKWs tun diese Zahlen nicht beeinflussen, sondern können ganz normal als Autos gezählt werden. Sprich, es kommt nicht auf die Länge drauf an, sondern auf die Reaktionszeiten der Menschen. Das ist irgendwie klar, ja. Aus. Ja. Nur um das festzuhalten. Ja, was können wir noch sagen? Bei einer Frau ist meistens der Platz zum Vordermann mehr. Ja, Sicherheitsabstand mehr. Sicherheitsabstand, genau. Ist ja nur gut, dass du das alles so genau planst. Also da, wo größere Lücken zum Vordermann sind, sind meistens eine Frau drin. So. Okay. Um es richtig zu sagen. Manchmal kann man natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt wiederum ein LKW, ist ein Anhänger, ist das, dies, jenes, okay. Aber manchmal auch bei normalen Fahrzeugen ohne besonderen Artefakten, die zum mehr Sicherheitsabstand führen würden oder führen sollten,
merkt man, dass eine Frau darin steckt. Ja, so. Ist aber wieder Diskriminierung der Frau. Aber Und ist es ist, halt wie so. gesagt, einfach meine Ansicht, was ich halt so mitkrieg, wenn ich auf den Bus warte. Und was macht denn jetzt mein Helferlein? Stellt auch zu viel Sicherheitsabstand ein. Ich bin gerade am gucken, wir haben ja nicht mal Überladewagen, oder? Doch, Wir haben da. gar nichts. Doch, gibt's sogar. Der hat 43.000 Speicher. Und die häng ich mir da hinten ran? Und du fährst daneben. Also jetzt zur Funktionsweise von dem Ding. Nee, eigentlich ist das so, am Feldrand oder auf der Straße steht ein LKW, ein Sattelzug. Und mit dem fährst du halt einfach neben Häcksler, fährst dann rüber. Um den Boden nicht zu. Genau, oder so wie du gesagt hast, du fährst neben denen, neben dir fährt noch einer mit einem Anhänger oder noch ein Überladewagen und der transportiert das dann ab, damit du nie von Häcksler wegfahren musst. Beziehungsweise, das geht ja eben nicht fürs Häckseln, sondern für den normalen Mais zum Beispiel oder Weizen. Stimmt, der ist ja nur für Mais Genau, gedacht. für Häckselgut geht das ja eh nicht. Oder? Ja, aber den könnten wir doch eigentlich auch den Drescher direkt hinten ranhängen, oder? Du Warum kannst am nicht? Drescher hinten dran hängen, mal gar nichts. Aber in LS geht's. Ja, es würde gehen. Aber in Relive hängt man Häcksler nicht dran. Nee. Außer maximal über einen Standwerkswagen. Genau, normale hängst nichts dran. Weil du einfach nicht die Kurven gescheit fahren kannst. Und was machst du, wenn der Hänger voll ist mit dem Häcksler? Das ist so ein Überladewagen. Ja, dann brauchst du aber erst wieder Da einen fährt Schlepper dann jemand daneben. anders daneben. Ja, Das dann macht kann doch er gleich keinen Sinn. daneben Immerhin, fahren. ein Häcksler hat einen internen Speicher. Häcksler hat keinen Speicher. Du Also meinst einen ich meine normalen. metrisch. Ja. Eben deswegen, es ist Unsinn. Beim LKW haben wir ja auch hier im Kugel. In LKWs. Weiter LKW. hinten. So. So, okay. Auflieger haben wir da. Auflieger sind hier, ja. Tira noch. Wie hat der Kapazität überhaupt? 40.000. Ja, was will sie denn jetzt? Heidrun. Ja, vor allem siehst du das? Da ist doch Platz. Und jetzt im Baum rein, Bing. Der wäre halt Kriegst du mit Ex-Aggressionen. 78. Ja, und vor allem fährt sie erstmal in das Feld rein, dann setzt sie zurück und. So. Oh, mein Freund ist fertig. Juda Junge, Juda Junge. Nein, nicht Meine Anhänger. Freundin noch nicht, immerhin die hat auch einen Turban. Als wär's so warm. Du. Ja, hat sie doch. Bist du frauenfeindlich? Ja, jetzt sind wir hier richtig rassistisch. Nee, nicht wie ihr, du. Ja. Ich halte Jetzt mir wird's aus hier anderen raus. appropriiert. Gut, wechseln wir das Thema. Habe durch Objekt blockiert. Ja. Vor allem steht bei mir noch immer ein D auf meinem Feld, obwohl da. Achso, doch, das ist der andere Helfer. Stimmt, da war was. Steht D. Bei ihm steht halt ein D auf dem Feld. D. Achso, das stimmt. Jetzt wollte ich gerade ein Bild in das einfügen. Nur das war Minecraft. Was für ein Bild. Das war auch mal testen. Na, Bilder halt einzufügen. Haben wir Mod dafür in Minecraft. Ach so, Picture dieses sein. Picture, ja. Da muss der mit mir Oder reden. stürzt das Spiel ab. Du musst ja reden mit mir, Junge. War schon. Kommunikation ist das Wichtigste einer Beziehung. Genau. Im Unterricht haben sie gesagt, Kommunikation ist falsch. Was wichtig ist, dass Menschen miteinander klarkommen. Oh, Oder irgendwas. Liebe, ganz viel Liebe. Liebe Sozialkundelehrerin, gehen Sie nach Hause. Uns werden Sie selber selbstständig und sagen Sie uns das nicht. Mit ganz viel Liebe, Junge. Hat gesagt?
wenn wir danach nichts Ausbildungsmäßiges finden, sollen wir uns alles selbstständig machen. Ja, dann mach. Was macht dich denn selbstständig? Also ich werde hier Computerreparateur und dreche dann die ganzen Rechner von meinen Kunden zusammen. So. Das wäre natürlich vorteilhaft. Oder nimm dir einfach mit. Ist alles Schrott. Brauchen neue Festplatte, brauchen neue Grafikkarten, neuen Prozessor. Wird sonst nichts. Und du hast dann... spricht ihr PC nicht mehr an. Du hast zu Hause schon 50 PCs rumstehen dann. Ja, immerhin, ich muss ja ein Geld kommen. So, gib Gummi alle. Hier sei nicht drin. Dann habe ich weiter außen abgegeben. Komm, bräuchte halt mal Spiegeln, wo man mehr sieht als ein Anhänger. Es ist bei. Die ist halt hier echt nichts. Ja, du kannst ja den Spiegel abändern. Kannst du den Mod abändern. Gibt's da bis jetzt noch nicht, oder? Ja, ich meine selbst, du öffnest den Mod, drehst die Spiegel und fertig. Speicherst du wieder. Das ist ja ein Mod. Genau, da geht's ja. Kann auch jeden Trecker als Grundmod hinzufügen. Könnten wir auch machen. Wir könnten auch den Spiegeländerungsmod versuchen zu konvertieren. Habe ich schon versucht, aber irgendwie klappt's nicht. Er hat irgendwie Probleme mit den Spiegeln. Weil du irgendwie auch Spiegelanzahl irgendwie einstellen kannst, damit kommt er irgendwie nicht ganz klar. Da habe ich mich nicht weiter damit befasst dann. So richtig. Ich hab's jetzt gar, bin jetzt gar nicht noch einmal drüber gefahren. Das geht ja gar nicht. Und nicht mal ein zweites oder drittes Mal, das habe ich schon beim ersten Mal gemacht, aber ich bin wenigstens einmal drüber gefahren. Immerhin. Von etwas, ein Anfang, vom Ende. Zur Startverdichtung. Startverdichtung, geil. Ja, was wird denn jetzt? Mit was wem? Wartest du? Ach so. Die Olle. Du kannst sie auch nicht leiden. Oh, die ist so ätzend. Was, die wollen wir gleich austauschen, oder? Ich sag's dir, die ist so ätzend. Die Heidrun. Die Heidrun. Von Hausbergen. Ja, irgendwie sieht sie komisch aus, ja. Alter. Diese Frau. aber sie tut wenigstens. Sie schaltet wenigstens die Rundumleuchte ein, wenn irgendwas nicht passt. Hier. Macht sie das? Ja. Hab's noch gar nicht wahrgenommen. Wie geht's dir eigentlich? Was mir? Ja, 75%. Das fällt mir noch fertig. Rest darfst du dann. Aber du kannst sie ja umsetzen. Ne. Ich fahr dann gleich los und. Das letzte Stück darfst du haben. 78. Sicher. 78. Wo muss ich denn überhaupt? FH, die Arbeit erfolgreich beendet, das sehe ich doch. Geil. Da stimmt, da oben steht's ja. Ich muss einfach runter, rechts rauf, immer gerade. Gut. Fahr mal halt. War das gerade eine Wegbeschreibung? Ja, so circa. Da runter und dann rechts und dann geradeaus und da stehen wir hier an. Komm was? Nein, da mit Schwung. Da mit Schwung und, das war schon Grenze. Stimmt, ich wollte schauen wegen Verkehr. Verkehr ist an. Es kommt Verkehr, also es fahren Autos. Okay. So, mal schauen, wie wir jetzt kriegen. Ein kompetenten Mitarbeiter hoffe ich. Ja, schau mal. Das ist Dirk. 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 Unser Dirk Freund. Macht nichts. Ja, weil er dich nicht erkennt. Dirk mag dich nicht. Dirk. Ich bin doch da. Komm Dirk. Hallo, wir Dirk. Wir beide. Du und ich, Dirk. Er heißt B. Also heißt er. Bernd. Bernd. Was haben wir denn? Bernd das Brot. Es stinkt nach Gold. Jetzt warten wir, dass er vorfährt, dann bis ich rüberfahre. Lieber auskippen, Steuerung. Ion. Ja, ich habe am Anfang vorbeigekippt, weil ich es nicht gesehen habe in meinen Spiegeln. Und na komm, ja super, bitte Gas, gibt doch mir einen Haufen hier stehen. Wo
musst du halt alles gleichmäßig machen.